Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Minecraft Helden. Heute machen wir ein Interview mit Ente im Gefängnis. Des Weiteren werden wir eine Gefängnisinsel bauen, und zwar eine ausbruchssichere Gefängnisinsel. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Checkt den Shop ab, wenn ihr den Ampelkrieger-Hoodie gerne haben möchtet. Der ist bei uns im Shop jetzt verfügbar. Damit könnt ihr offiziell den Ampelkrieger-Clan unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen. Link erst in seine Videobeschreibung, meine Freunde. Viel Spaß! Wir befinden uns hier in unserer wunderschönen Ampelkrieger-Basis. Ich habe mir ein bisschen Materialien zusammengesucht. Wir haben Holz, wir haben Kakteen, wir haben Spinnennetze. Die habe ich ja hier drin. Ent ist gejoint. Oh, weil den müssen wir gleich aus dem Prison abholen. So, wir haben Lava ein bisschen, aber gar nicht so viel. Wir haben Steine. Wir bräuchten vielleicht noch Eisen. Eisen habe ich aber auch genug mit, damit wir so Gitterstäbe machen können. Und ich würde sagen, dass reicht an der Stelle erstmal. Wir könnten, ich habe noch eine ganz geile Idee eigentlich, wir könnten solche Türme machen, wo wir Skelette noch reinpacken, die dann, warte, ich darf nicht vergessen, dass ich mir den Effekt hole. Jo, das ist auf! Nicht zeigen. Ah, ihr seht das gerade nicht, weil der Bildschirm geblurrt ist, aber hier ist etwas, was Flo vorbereitet hat, was sehr, sehr strong ist, okay. Aber wieso ist das aufgegraben? Das dürfte gar nicht zu sein. Na, okay. So, genau, wir, Skelette, die bauen wir da noch ein, das ist auch ganz geil. Ja, also wir gehen mal nach oben und suchen uns mal eine passende Insel. Ah, nee, wartet, ich bin dumm. Ich habe schon wieder vergessen, warum ich überhaupt da hingelaufen bin. Weil ich diesen Spalt in der Wand gesehen habe, hat da schon wieder der Alzheimer gekickt. Hier, dit wollen wir nämlich. Wir wollen uns doch den OP-Effekt holen. Jawohl, sehr schön, Kollege. Es gibt des Weiteren noch eine Entwicklung. Oh, das ist sogar schnell. Es wurde leider eine weitere geheime Taktik von uns geleakt. Wir, würde ich sagen, schauen mal in den Clip rein. Valve hat nämlich etwas gefunden, was wir eigentlich noch geheim gehalten haben. Das gibt es schon seit ungefähr einer Woche. Das habe ich gebaut. Ich sag mal 90% ich, 10% Flo. Wir haben das aber nie öffentlich gesagt, weil wir es halt noch geheim halten wollten. Aber leider hatte Valve das jetzt gefunden. Irgendeine Farm wahrscheinlich. Irgendwer hat hier irgendwas gebaut. Wir schauen uns das mal an. Aber was das genau ist, null Plan. Aber ich dachte mir, ich nehme auf jeden Fall schon mal auf, bevor wir da jetzt reingehen. Ich frage mich auch, was der macht. Das ist halt am Rand der Welt. Ne? Es ist so random. Es ist schon natürlich möglich, das durch Zufall zu finden. Aber was macht der da, Bruder? Wobei, übelst Dias gefarmt gerade eben noch. 51 Stück und wieder richtig viel Gold. Weil ich sag euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt in der Zwischenzeit noch alles machen soll. Aktuell ist auch nur Chaos für online. Aber Freunde, was? Boah, wie hell, Alter. Okay, hier ist eine Kiste. Bro! Tränke? Warte mal. Das sind meine, die habe ich da geparkt. Oh nein, hoffentlich klaut der die nicht. Nein, ich habe vergessen, die da rauszunehmen. Also, das sind nur 10% von den Tränken, die ich habe. Aber trotzdem, ist natürlich trotzdem ärgerlich, dass man die jetzt verschenken. Hoffentlich klaut der die nicht. Okay, wir laden mal kurz ein bisschen Müll hier rein. Tränke? Ja, doch, der klaut die. Wie kann man sich denn Tränke machen? Bro, hier sind überall Zutaten für Tränke. Prime-Krieg. Nein, der checkt nicht, dass das Mobs sind. Nein, das sind Mobs, die fressen, was im Wasser rumfliegt. Das sind so, das weiß er gar nicht. Okay. Ich glaube, das waren die Wälze da. Ja, doch, er checkt, okay. Checkt er, was er da sieht? Nee, aber Krauslo ist hier doch nicht. Okay, hier war wohl mal eine Farm, aber anscheinend ist sie kaputt, Freunde, weil hier die ganzen Wände kaputt sind. Das ist schon irgendein anderer Stein. Ja, ich kann dir auf jeden Fall sagen, die ist nicht kaputt. Ich habe auch Real Talk noch nie so eine Farm gesehen. Ja, die kann man auch nicht gesehen, aber ich habe die halt, also die ist schon ein bisschen inspiriert von YouTube, aber ich habe die größtenteils selber gebaut, weil du kannst aus bestimmten Gründen, ich will das jetzt nicht zu sehr erklären, weil dann kannst du jemand nachmachen, aber man kann Farm von YouTube hier so nicht bauen. Ich habe da was Eigenes draus gemacht. Hier ist alles kaputt, hier kommt schon wieder Wasser hoch. Nee, die ist nicht kaputt, weil die funktioniert 1A. Was ist das für eine Farm? Geht hier überhaupt irgendwas hoch? Ja doch, da. Okay, ich sage euch ehrlich, ich will jetzt hier nicht einfach irgendwas klauen, aber... Du hast doch schon brutal was geklaut! Das Ding hier eh nicht mehr in Benutzung. Yo! Spinn. Oh, das ist eine Hexenfarm. Nein, jetzt hat das gecheckt. Jetzt hat das gecheckt. Scheiße. Das ist eine Hexenfarm, Freunde. Okay, Direktheilung. Redstone. Man bekommt hier quasi einmal alles, was man für Tränke braucht. Ja, das stimmt so nicht. Aber okay, er weiß nicht, wie man die Farm benutzt. Okay. Ja, so wird er halt nichts bekommen. Abo, like. Ja, genau. Okay, Bro. Sagen, wir packen die Sachen mal kurz weg. Aber korrekt, einfach Feuerresistenztränke. Warte, ich clean hier nochmal ein bisschen was ab. Moment. Ja, der hat halt, also die muss er uns wiedergeben. Ich sogar überlegt auch zu machen. Der hat uns halt Prime. Weil mit denen kann man ja auch so Regenerationssachen machen und so. Also der hat uns halt Prime beklaut jetzt. Ne? Richtig wertvoll auch sogar. Die Tränke sind halt wertvoller als Dias und so. Ne? Also das ist schon ein heftiger Diebstahl. Das muss, können wir auf jeden Fall nicht so auf uns sitzen lassen. Bro, aber wem gehört das denn? Tun wir mal ein bisschen was hier mit.
Bruder, er klaut noch mehr. Ein paar Sachen mit, weil anscheinend ist es ja doch verlassen. Ich würde sagen, was für verlassen? Die ist doch Prime da. Steht ja nicht mal ein Schild dran, wem es gehört. Ah, noch so ein Stack. Glowstone, das ist geil. Glowstone haben wir gar nicht. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ist das eventuell von Denergy sogar? Bruder, als ob Denergy da so eine Überfarm hinzimmert, die so übel riesig ist auf Secret-Basis und das nicht im Video zeigt. Also das glaube ich ja nicht. Kann das sein? Dass der das alles gebaut hat? Warte, ich gehe noch einmal gucken, ob hier irgendwo ein Name steht. Weil wenn das von Denergy ist, Freunde, dann locker. Dann holen wir uns hier alles. Aber so mit Redstone und so gebaut. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Denergy ist. Okay, er spawnt auch gerade wieder ordentlich. Können wir kurz da gucken gehen. Warte mal. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich werde das, glaube ich, in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal thematisieren. Das ist auf jeden Fall eine Farm, die wir gebaut haben, die sehr wichtig ist. Und die werden wir jetzt noch ein bisschen benutzen und dann auch abfackeln, damit die keine anderen Leute benutzen können. Genauere Infos gibt es aber dazu dann in den nächsten Folgen. Geronimo, ich fahre 200 km/h. Ja, aber das ist ja, warte mal, ist immer falsch, glaube ich. Wir können ja Elina mal, weil wir können ja zur Paulberger Burg mal gehen. Die müsste eigentlich jetzt hier gleich kommen. Und dann schnappen wir uns die Elina und suchen zusammen mit Elina. Delfin! Leine, Leine, Leine. Jetzt geht's ab, Leute, passt auf. Das ist meine letzte aber auch. Bitte versau die nicht wieder. Yo, Bruder! Nein, sie ist weg. Mann, das ist so ein Leinenfarb. Also man braucht wirklich einen Stack Leine im Inventar, damit man das nutzen kann. Ich meine, das ist Todesabuse, das ist schon geil, aber... Hä? Das ist ein Alpha, das ist krank, das bin ich hier sehend. Elina, bist du da? Hallo? Ist das hier etwa eine geheime Basis? Okay, Elina kommt gleich, aber wir haben hier irgendwas Geheimes. Das wurde nicht zugebaut. Das ist vielleicht dieser geheime Keller der Paulberger Rädervereinigung. Diese gibt es ja jetzt wieder. Ah ja, das ist auf jeden Fall gebaut. Check das mal. Hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, aber hier war ich schon mal. Ich kenne den Raum. Was gibt's denn hier? Gold, ja, okay. Boah, die sieht sie. Die nehme ich mal ein bisschen was mit. Die kann ich gebrauchen. Hühner, brutalst viele. Okay. Ja, okay. Check. Was hier? Für IT, für Elina, für King I Crymax, für Blackjack und ich Hai. Schlafsaal von Ritter MBK, Schlafsaal von Ritter Blackjack, von Ritter IT, von Elina. Wow. Schlafsaal von I Crymax. Junge, der hat dieses Nobel-Ding, Alter. Alle Kisten leer, das ist alles nur Schein, nicht sein, diesen Brokey-Mokey, Alter. Ja, okay, das sollten sie mal lieber zubauen, ehrlich gesagt. Problem ist, ich hab's ja jetzt geleakt. Ja, ja, aber ich glaube, das wissen die Leute eh, ne? Aber eigentlich gehört das ja zur Burg und darf eigentlich nicht mehr zerstört werden. Es gab ja das Regel-Update. Wer ist so hobbylos, Alter, und baut dieses A da in die Luft? Das ist halt ein Alpha-Krieger-A. Alpha-Stein ist wieder komplett am Rambazamba machen, der Junge, ey. Hier gibt es auch einen neuen Weg, sehr schön. Ja, die bauen hier was, ey. Da müssen wir langsam nachziehen mit der Ampelkrieger-Basis, ne? Das wurde jetzt, wollten wir eigentlich letzte Folge machen, das wurde da ein bisschen vertagt. Aber da müssen wir jetzt auf jeden Fall... Hier ist halt nach wie vor alles brutalst zerstört, ne? Hier, das sind die Überreste, weil das Obsidian nehme ich mit, ganz ehrlich, das ist wertvoll. Elina, wenn du mich nochmal so lange warten lässt, dann werde ich dich kloppen. Bam, 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 bam. Bam, bam. Was gibt's denn hier so Spannendes, mein Lieber? Elina, ich habe ein exklusives Angebot für dich. Und die Frage ist, was ist dir das wert? Okay, worum geht's? Ich check mal, ob Alfredo noch lebt. Ja, brav. Alfredo Junior. Junior, Junior, Junior. Ja, ich hätte da ein exklusives Interview für deine Zahlung, für den Frog-Kurier. Mhm. Das ist, du bist die erste Person, auch die einzige Person, die ich das anbiete. Du kannst dort Fragen stellen, wie du willst. Du kannst deine ganze Story aufziehen. Denn als Gefangenen, ich mein Interviewpartner, habe ich den meistgesuchten Kriminellen des Servers, den Paulberger Klopse-Anführer, den TikTok-Tänzer, den TNT-Attentäter. Ente. Ja. Was? Wie hast du den denn bekommen? Na, ja, der ist dann hast im Geheimen. Hast du den mit Entenfutter oder so gelockt? Ja, der wird zur Ente süß sauer gemacht. Nee, der habe ich an einem geheimen Ort, Elina. Okay. Und wir können, du kannst ein Exclusive-Interview machen.
Ein Exclusive Interview, aber das ist bestimmt an was gebunden, oder? Was? Gebunden? Gebunden? Ja, ich lass mir was ein. Hey, Junge. Geh nur auf Nummer sicher. Wer weiß, wie sicher du den eingesperrt hast. Oh. Nein, der ist sicher eingesperrt. Der hat doch gar keine Ausrüstung mehr. Na ja, okay, Lina. Also ich habe dann was gut bei dir. Ich weiß, jetzt habe jetzt Stand jetzt noch nichts, was ich brauche. Wird mich dann melden. Ja, okay, du hast dann was gut bei mir. Okay, übrigens, ihr solltet mal ein bisschen mehr aufpassen, was ihr mit euren Keller macht. Keller? Hast du den gerade zugebaut, Anni, hier? Nee, wieso? Ich war da schon länger nicht mehr drin. Ja, nee, da ist nichts, also man kann halt reinlaufen einfach. Ja, der ist ja schon 3 Wochen geleakt mindestens, also das ist nicht so schlimm, nicht? Da gehe ich auch im Stream rein, also gar kein Problem, du. Das wird geleakt. Okay, was ich noch schon sagen. Gut, wir müssen, ich sag mal so, der Ort, an dem Ente sich aktuell befindet, der ist jetzt nicht so gut dafür geeignet, ein Interview zu machen. Also de facto ist er gar nicht dafür geeignet. Wir bräuchten auch ein bisschen Milch. Kriegt man das hin? Milch? Unten sollten noch Kühe sein, ja. Ich hätte Eisen dabei. Okay, dann mach ich mal 2 Eimer leer. Oder 3 von mir aus, so. Und dann holen wir uns mal Abijamets. Rosé kann auch gleich helfen. Er braucht nämlich eine helfende Hand. Okay. Wir müssen ein bisschen Vorbereitung machen. Okay. Ich frage mich, was Milch damit zu tun hat, aber gut, dann ist das so. Achtung, da habe ich eine TNT-Falle gebaut. Ich war da schon unten, Elina. Ich habe schon alles angeguckt. Und ich habe dir auch schon Weizenkörner geklaut. Bam, poink. Weizenkörner? Ja, die brauche ich für eine Sache. Deine super-duper Creeper-Mega-Monster-Fahren automatisch mit Angel-Dingsbums? Angel gibt es leider nicht automatisch. Das ist nämlich das Nervige an der Angelegenheit. Deswegen habe ich auch noch kein Mending-Buch. Angelegenheit. Links sind die Kühe. Hier. Nice. Denen geht es aber auch gar nicht mehr gut, nicht? Da müssen wir mal ein bisschen nachproduzieren mit den Kühen hier. Zack, zack. Hier. Das Huhn ist ausgebrochen! Nein, verdammt. Hier hat jemand sein Unwesen getrieben. Was haben wir? So. Ja, mehr braucht man nicht, Elina. Wir können los. Okay, auf geht's. Da sind Krümel auf meinen Kopf gefallen. War das ein Film? Weiß ich nicht. Ups. Hey, yo, Elina! Entschuldigung, das war in meinem Kopf einfach ganz normal. Das ist meine normale Reaktion, wenn ich hier so bin. Mann, jetzt sind das schon wieder Phantoms und ich habe kein Bett. Warte, da hinten habe ich ein Bett gesehen. Guck mal, wie dumm die sind. Sind die dumm? Warte, ich geh zu dem Bett hier. Den Kollegen brauchen wir halt eigentlich, ne? Kann ich den tragen? Ich glaube, Monster kann man nicht tragen, oder? Das macht das ein bisschen schwierig. Ja, schade. Mann, weil so eine Skelettabwehr wäre schon ganz geil, ne, sag ich ehrlich. Wir brauchen eine Insel. Eine kleine, aber feine Insel. Die Bären sind nicht schlecht, die können wir schon mal vermehren, die brauchen wir nämlich. So, oh ja, hier sehr schön. Wir müssen ein bisschen ausbruchssicher erstmal gestalten, Lina. Das heißt, ich würde erstmal sagen, die ganzen Bäume müssen weg. Ja, und wir sperren das hier ab. Das ist ja so eine, ist das so eine Doppelinsel, eine Halbinsel? Ja, das hier braucht man nicht. Das machen wir. Also eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel. Kein Problem, ich kann schnell eine machen. Zack, zack. Okay, dann form du mal diese, mach du mal diese, ne, dass das ein bisschen mehr Wasser ist. Und ich holz mal die ganzen Bäume ab. Boah, das sind aber massive Bäume, das wird dauern. Wäre es nicht klüger, die einfach abzufackeln? Ja! Ist doch viel schneller. Das ist eine gute Idee. Das geht wirklich sehr viel schneller. Hast du ein Feuerzeug? Warte, vielleicht finden wir hier einen Kies irgendwo im Wasser. Ich hab Kies. Also ich habe Eisen ansonsten, aber das wirst du wahrscheinlich auch haben. Das habe ich auch, ja. Anzünden das Ding, ey. Wir müssen hier eine klare Insel schaffen, damit wir auch genau sehen. Oh. Wo hast du den Kaktus hier platziert? Ja, den brauchen wir auch gleich zur Verteidigung. Der muss mal ein bisschen wachsen. Upsala. Mehr habe ich leider nicht. Ey, aua. Ja, das muss alles weg, Elina. Hier kommt jetzt ein Hotel in. Oh mein Gott. Nein. Ganz normaler Tag in Minecraft-Helden, sag ich. Das funktioniert ja super, Elina. Was hast du denn? Das war eine richtig smarte Idee von dir, ohne Witz. Jetzt müssen wir hier eine Mauer außenrum bauen, Elina. 3 hoch. Warte, brauchst du Blöcke? Steine? Ja. Danke. Aber bei 3 Steinen werden meine hier gar nicht reichen, ey. Nein, der Kaktus wieder. Sacrebleu. Alter, ist es so am Burnen, Alter. Ja, das ist crazy. Oh, ne. Russik, bewachst du unseren Gefangenen? Ja, aber eine wichtige Info hier gerade. Ja, sehr gut. Wir planen gleich einen
Gefangenentransport zu einem geheimen Spot. Okay, dann kann ich schon mal die Gitter machen. Dann so, so. Und dann brauchen wir ein paar Gitter. Frage ist, wie viele? Könnte sogar reichen. Muss ich noch irgendwo nachzündeln? Ja, hier. Dann hier. Und hier. 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 Mal abbauen. Boah. Ja, ein bisschen was bleibt da noch, ne? Aber das brennt ja auch noch. Kriegen wir schon hin. So, da müssen wir jetzt hier dafür sorgen, dass ich das schön ausbreite. Das machen wir dann nämlich außen herum. Das heißt, da brauchen wir richtig viele. So. Nice. Digga, Ben, du hast ja sogar Eisengitter. Holy moly. Lina, was wäre denn eine Knastinsel ohne Eisengitter? Ich meine eine Urlaubsinsel für ein entspanntes Interview. Das ist unser Hotel. Ja, ja, wir bauen hier ein Hotel. Hier sind Kinder nicht erwünscht, Lina. Das... Wie bitte? Es gibt auch so Hotels. Wir können eigentlich anfangen, das jetzt hier schon an die richtige Stelle zu platzieren. Hab überlegt, das einfach hier auf die Innenseite zu machen. Wartet mal, aber mit Cobwebs. Das Problem ist, ich habe nicht genug Cobwebs, um einmal den gesamten Kreis hier auszufüllen. Da brauchst du schon arsch viele. Vielleicht machen wir in der Mitte nochmal so einen zusätzlich gesicherten Bereich einfach, der ein bisschen kleiner ist. Dass diese Insel ist hier so der Spot, wo sich dein Ente aufhalten darf. Und da packen wir dann einmal rum hier Cobwebs. Muss ich halt für den Kampf dann neue farmen, weil dann habe ich nicht mehr so viele, aber es ist jetzt kein Weltuntergang. So. Das sieht doch super aus, Leute. Das ist doch ein sehr gesicherter Bereich. Zusätzlich machen wir hier eine Doppelsicherung mit den Expertendingern. Problem, sie kommen jetzt wieder raus. So, zack. Juhu. Ich habe schon ein bisschen ausgebaut, Elina. Wir haben ein Zwei-Sicherheitssystem. Sicherheitssystem. Ja, ja. Sag jetzt nicht, dass ich hier... Ach, okay, ich habe das nicht umsonst gefarmt. Nein. Aber das wird safe nicht reichen. Dann hast du denn du gefarmt und dann reicht es nicht mal, Mensch, du. Ja, das Problem ist, ich habe ein Krokodil gefunden auf dem Weg. Jo, Krokodil, ey. Ist da eine Anaconda gewesen, zufällig auch? Nee, nur Krokodil. Schade, ich bin nämlich... Die Steine sind jetzt schon leer. GG. Du hast, Elina, das war ja nicht mal ein Stack. Ja, es dauert ein bisschen, um nach da unten zu kommen. Ich habe versucht, das Krokodil herzubekommen. Ach so, das wäre auch geil gewesen. Hat es nicht geklappt? Ja, aber das geht nicht. Man konnte es nicht in die Hand nehmen und ich habe keine Leine. Ja, ich habe meine Leinen auch alle verbraten, leider. Ich denke, wenn wir da noch eine größere Absperrung reinmachen, also im Sinne von, warte, ich zeige euch das mal, was ich meine, dass wir quasi das hier noch eins tiefer setzen, wäre, glaube ich, auch ganz geil. Vielleicht sogar mit einem Lava. Boah, aber kriegen wir so viel Lava ran? Ja, da bräuchten wir jetzt halt irgendwie eine Lava-Farm auf schnelle Welle wahrscheinlich. Das kriegen wir jetzt so schnell nicht ran. Aber hier jetzt noch so einen geilen Lava-Fluss nochmal ringsherum, das wär's. Deswegen müssen wir stehen lassen. Das ist die einzige Möglichkeit, da nämlich aktuell reinzukommen. Ohne massiv Schaden und so in Langsamkeit zu tanken. Wenn wir Glück haben, ist nachts spawnt jetzt hier gleich ein Skelett. Dann kann ich so einen Geschützturm aufmachen einfach. Das wäre so geil, Alter. Ja, gut, Problem ist, ich kann den ja nicht tragen. Yo, Russik. Also ich habe jetzt zwei Stacks mitgebracht und ich habe 10 Milch dabei. Ja, dann können wir ja gleich... Ja, wir müssen kurz noch hier fertig bauen. Lina ist auch gerade noch am Farm. Was brauchen wir noch? Also Tiefenschäferfarm, Tiefendinge. Ja, die Wand muss halt außen fertig gebaut werden. Guck mal, ich habe so ein Zwei-Sicherheitssystem gebaut. Einmal außen die Wand und dann einmal... Und er kommt aber in diesen inneren Bereich, sozusagen. Soll das Gras weg? Oder was hast du davor? Die Erde komplett weg oder... Nö, so würde ich sagen, ist schon ganz nice. Okay, ich baue die Mauer einfach mit dem, was ich habe. Guck mal, man kann hier reinspringen. Du sneak mal kurz oder so, weil bei mir schwimmst du. Als Hotzelle. Boah, so ein Phantom einsperren wäre aber auch geil, ne? So als Verteidigung. Aber ist schwer, glaube ich. Ja. Könnt ihr an Leinen rein, oder? Guck mal, hier kommt er dann rein. Ja. Und dann macht er dort ein Interview mit Elinas Zeitung nämlich. Ah, moin Elina. Moin, moin, ich hab wieder Steine. Wir können ruhig doppelte Schicht eigentlich sogar machen, sag ich ehrlich. Beim Zaun? Nee, ich meine hier bei den Bären. Ich sag, wenn der wirklich seine 3x3 Blöcke hat, das reicht ihm. Das ist ein das ist ein Urlauber. Bauen ja hier ein Hotel. Ich fang von der anderen Seite an mit der Mauer. Komme ich jetzt daran ohne?
So, wir brauchen jetzt einen Weg rein. Wieso? Genau. Jetzt packen wir hier zwei Stühle hin, würde ich sagen. Ente und Elina müssen sich ja hinsetzen können. Das war irgendwie so, glaube ich, oder? So, dann sitzt hier Ente und da Elina. Aber Ente müssen wir eins weiter nach vorsetzen, weil ich habe da nämlich noch kleine Idee. Weil das soll natürlich nicht so, ich sag mal, gefängnismäßig aussehen. Deswegen habe ich mir überlegt, wartet mal, da brauche ich aber den Sand für. Wir machen einen Greenscreen. Da wollen wir den. Elina, hörst du mich? Jawohl! Ich bräuchte mal meinen Kaktus. Kaktus. Ja, eigentlich brauche ich nur grünen Farbstoff. Das sieht schon sehr sicher hier aus, würde ich sagen. Das mische ich dann mit weißem Farbstoff. Dann haben wir hellgrün. Und dann packen wir nämlich hinter Entes Stuhl einfach ein Greenscreen und dann kann Elina im Interview dahinter, kann sie dann zum Beispiel eine paradiesische Insel draufsetzen auf diesen Greenscreen und dann sieht man nicht, dass Ente, erstens sieht man da nicht, wo er ist und zweitens denkt man dann, dass es Ente wunderbar geht und das ist dann mäßig so, dann schöpft keiner Verdacht, checkt ihr? Das ist so Fernsehtechnologie, man kann ja auf dem Greenscreen. Ich zeige euch das mal, das machen die im Fernsehen auch so, wenn die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, vor einem Drachen stehen, da stehen die ja nicht wirklich vor einem Drachen, ist ja überklar, da stehen die vor so einer grünen Wand, vor so einem Ding hier, genau vor, oh, es fehlt mir ein, so ein Teil, ehrlich, okay, warte, sondern vor so einer Wand stehen die dann und dann wird auf dieses Grün wird dann Bild gesetzt, wie zum Beispiel eine paradiesische Insel und das ist jetzt hier unsere Mission, so. Ich habe mir die Beine gebrochen. Guck mal, Lina, ich habe den Greenscreen gebaut fürs Interview. Digga. Oder? Weißt du, das funktioniert? Meinst du, da kannst du ein Bild drüber setzen? Ich glaube, wir haben da nur ein Problem. Ja, was denn? Mein Skin ist auch grün. Ja, aber du stehst ja nicht. Ente ist ja davor, nicht du. Ach, Ente ist davor? Du sitzt okay, hier. Okay. Ja, okay, dann ist perfekt. Ente dann sitzt ist hier. Perfekt. Ich kann aber noch mehr machen. Pass mal auf für die ultimative Experience. Ah, das ist der Boden auch noch. Ja, ja. Okay, warte. Ich mach mal das FOV kleiner. Dass man halt, oh, man darf halt nicht Gott sehen, wo er ist. Oh nein, ja. Jetzt hab ich was kaputt gemacht. Nein. Ich habe halt noch mehr übrig. Setz dich da mal hin. Digga! Soll ich noch eins oben bauen? Ich hab links eh noch wäre eigentlich praktischer. Der linken Seite, weil ich so ein bisschen schräg stehe. Und dann ist er mit dir. Ja, du kannst halt deinen Stuhl verschieben, einfach um eins. Ach so. Ja, warte, ich habe ein FOV von, weiß ich nicht. Das ist crazy. Alter, mein FOV ist so klein. Okay. Ich sehe nichts. Also ich glaube, die ganzen Blätter wegzubekommen ist echt mühsam. Ja, das passt ja schon so, wir können die lassen. Die dürfen halt nur keinen Schatten werfen, damit das hier mit dem Greenscreen passt. Okay, dann kommt mal raus. Dann steht das Setup, ja. Wird jetzt Ente geholt? Jetzt holen wir Ente fürs Interview. Jetzt holen wir uns Ente süß-sauer. Einmal die 97, mal bitte. Was meint ihr mit der Location, darf man nicht sehen? Wegen dem Greenscreen, also man sollte nicht sehen, wo man hinschwimmt, oder? Oh. Ja, wäre schon gut, dass man mal nicht sieht, wo die Insel hier genau ist, ja. Naja gut, wir werden es nach dem Interview, werden wir den Greenscreen eh abmachen und dann alle Beweise vernichten. Dann ist ja eigentlich egal, oder nicht? So gesehen schon, ja. Interview, Mann. Okay, dann wir holen Ente, hier steht alles. Das sollte ja wohl sicher sein, da wird er ja wohl nicht entkommen. Also ich habe 10 Milch hier, Milch. Ja, ich habe auch Milch. Eigentlich müsste ich es jeden Augenblick sehen. Aha! So, das ist schon ein geiles Present. Wir bringen dem nach dem Interview natürlich auch wieder zurück, weil das natürlich schon am Ende des Tages ein bisschen sicherer ist als die Insel, das ist klar. Gerade wenn er halt nicht bewacht wird. Aber ja. Boah, das ist so ein geiles Teil hier, ne? Ente, es ist Zeit für Hofgang. Du kommst jetzt an die... Du kriegst jetzt ein bisschen Sonne ab. Du kommst raus, Ente. Na, so also Hofgang. Du musst schon heute Abend wieder hier rein, ne? Was? Wie? Ich muss wieder rein. Ente, du bist frei für ein paar Stunden. Bitte lass mich raus hier. Bro, das ist alles, was du wolltest. Frei Warum sein. Hast du hier Hühner? Die waren hier drin. Bitte lass mich. Das sind meine einzigen Freunde hier drin. Ja, okay. Aber nicht mucken, sonst passiert das hier. Au, au, au. Ich kann mit den Augen, bitte. Au, au. Ich kann mit denen sprechen. Das sind meine einzigen Freunde hier drin. Ja, komm, dann, warte, ich trage dich jetzt zu deiner Gefängnisinsel, auf der du jetzt ein bisschen Sonne tanken kannst. Ente, entspann dich, alles ist gut, Mann. Das ist was Gutes jetzt für dich. Das ist was Gutes, Ente. Nein, bitte, bitte, bitte.
Ja, ich hab nach Hause. Ich hab die Tür zugemacht, dass deine Chickens nicht abhauen. Alles ist gut, Ente. Wenn du wiederkommst, kommen die in die Heißluftfritteuse. Wo müssen... Wo müssen wir lang, Russig? Hier lang. Andere Richtung. Oh nein, bitte. Oh, jetzt. Nein, wir haben was Schönes für dich vorbereitet. Brauchst du keine Sorgen machen. Du wirst jetzt gleich Zeit haben, dich zu äußern, sage ich mal. So. Vor einem weltweiten Publikum. Oh, was habt ihr vor? Ente! Es ist alles gut. Ente, wirklich. Habt ihr mitbekommen, dass Gabo gefangen genommen wurde? Hä? Was? Hä, das hat... Woher weißt du, das ist die Frage? Hä? Das hab ich gehört. Hä? Von Sue oder was? Ich weiß nicht. Hä, das höre ich gerade das erste Mal. Ich auch. Ich weiß nicht. Okay, das ist... Ja gut, das ist aber schlecht für dich, weil jetzt bist du halt ein Druckmittel. Was? Nein. Ich weiß nicht von Gabo. Gabo ist, glaube ich, frei. Ja, weiß ich nicht. Dein neues Zuhause, guck mal. Ah, da hinten, guck mal, wie schön das aussieht. Das ist dein zwischenzeitliches Zuhause jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Wer ist da vorne? Ente, komm hoch. Oh, au. So, rein mit dir, rein. Kann ich nach Hause gehen? Spring rüber. Ja, das bist du jetzt zu Hause. Au. So, besser ist. So. Elina, hey, Elina. Was geht, Mann? Elina zieht ein bisschen Rüstung an, vielleicht. Ja, würde ich auch machen. Elina, das ist meine TNT. Ente. Sehen. Ja, zu den Fragen kommen wir gleich. Entspann dich mal ein bisschen. Ich bin heute die Reporterin. Elina ist hier mit als Journalistin von den Frog News. Und wir haben hier schon eine Interviewplattform für dich vorbereitet. Okay. Ja. Kann ich jetzt gehen? Es war schön, euch kennengelernt zu haben. Es war ein wunderschöner Tag mit euch. So, Ente. Nein, also. Leute, seid ihr verrückt? Hier ist einfach ein Schwert drin. Das sind doch Sicherheitsrisiken, seid ihr doof? Hä, das ist doch ein Hotel, oder nicht? Ente, guck mal neben dich. Hey, Lina, ich muss dir vielleicht was gestehen. Wenn du dich mal umschaust. Ente, benimm dich. Es handelt sich hierbei vielleicht um eine besondere Art von Hotel. Aus da, wo man nicht mehr rauskommt, sag ich mal. Also niemals Checkout, oder was? Kein Checkout, nee, kein Checkout. Ente, alles ist gut. Okay, warte, ich baue euch hier einen Weg. So. Ja, das muss halt hier safe sein. Das ist Regie. Hinsetzen, Ente. Ich setz mich hin, bitte. So. Warte, hier. Trink mal noch die Milch. Die machen den Greenscreen kaputt, deine Partikel da. Greenscreen. Milch trinken. Nicht du, Russig, er. Nein. So, ich hab die Augen gestimmt. Sag es doch gleich, dass ihr mit der Milch trinken gehen wollt. Ja, wir wollen einfach nur eine Milch trinken und ein paar Fragen stellen. Okay, Lina, die Fragen, Bühne natürlich. Gehört dir. Habt ihr echte Milch? Ja, klar. Hier, noch eine. Ja! Darfst noch eine Milch trinken. Das ist Milchsucht hier. Okay. Hast du noch eine Milch? Nein, es reicht jetzt mit Milch. Noch eine. Hey, wir brauchen noch Milch, um ihn wieder einzusperren. Ja, ich hab noch genug. Ah, okay. Achte, dass du noch die Milch für mich? Ey, der hat einen Plan oder so. Der will Durchfall kriegen oder sowas. Der Laktoseintoleranz. Junge, der hat hier Taktiken. Oh nein, er kackt auf dem Interview. Hey, du darfst nicht den Greenscreen voll kacken, das funktioniert da nicht mehr. Nein. Nein. Wir machen jetzt hier ein Interview erstmal. Das war ziemlich durchdacht. Okay. Oh Gott, Kamera. Was passiert jetzt? Warte, die Kamera läuft. So. Mikrofon okay. An. Licht auch. Okay. Action. Warum wird's auf einmal so dunkel? Hä? Was ist hier los? Was habt ihr vor? Das ist. Okay. Ich hoffe, der Greenscreen funktioniert dann noch. Hat wer ein Bett mit? Boah, stark. Das ist die Lichttechnik hier. Gar nichts. Wir machen wirklich nur ein Interview, Ente. Kein Problem. Also, okay. Willkommen zur ersten exklusiven Interviewausgabe mit dem kriminellsten Verbrecher in ganz Minecraft-Helden. Genau, Russik! Jetzt wirst du interviewt! Hä? Warte mal. Es geht hier um Sie, Herr Ente. Wieso? Ich möchte ein Interview mit Ihnen führen. Und zwar, meine erste Frage an Sie lautet,
Wie begann Ihr Leben im Verbrechen? Was hat Sie dazu getrieben, solche Verbrechen hier zu begehen? Wie war Ihre Kindheit so? Ich mag doch eine Milchmütze. Nein, jetzt gibt's keine Milch. Jetzt gibt's keine Milch. Ich werd nervös. Oh. Hey, du machst unsere Verteidigung damit kaputt. Stehen geblieben! Ich habe noch Interviewfragen! Okay, ich komme! Lösch mich bitte! Wieder rein da. Also. Ich komme. Das ist hier ein sehr turbulentes Interview. Okay, jetzt bin ich bereit. Okay. Was war Ihr erstes kriminelles Vergehen? In Ihrer Kindheit. Wir möchten ein bisschen über Ihre Vergangenheit erfahren, damit wir verstehen können, warum Sie so geworden sind. Also damals ist mir mein Glas Milch ausgelaufen und ich habe nichts gesagt. Es hat alles mit der Milch zu tun. Dann hat er es in sich reingefressen. Ja. Genau, dann habe ich alles aufgeschleckt. Haben Sie denn vielleicht auch einmal bemerkt, dass Sie sich auf dem falschen Weg befinden? Und haben Sie überlegt, vielleicht aufzuhören mit der vielen kriminellen Energie? Lustig also. Ja. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie diverse Basen gesprengt haben? Ich war sauer, weil die auch gemein zu uns waren und dann wollte ich mich immer rächen. Gemein waren Sie also. So. Also war es eine Art... Mann, was ist denn hier los im Publikum? Ja, ich kümmere mich hier um ungebetene Gäste. Also war es quasi eine Art Rache. Glauben Sie, dass die Handlungen gerechtfertigt waren, die Sie gemacht haben? Also teilweise schon. Kommt immer drauf an. Glauben Sie, es war gerecht, mich zu töten und mir ein Herz zu ziehen und vielen anderen unschuldigen Leuten auch? Ihr wart auf der falschen Seite gesessen. Glauben Sie, das war gerechtfertigt? Entspann dich, Lina! Bitte! Journalisten töten nicht ihre Interviewpartner. Genau! War ein Witz! Weiter. Der ist Bernd. Der ist unsere Verteidigung. Der ist die Verteidigung. Frag ihn was zu Gambo. Der wurde entführt. Frag ihn dazu. Der wurde entführt? Ja, frag ihn. Warum haben Sie Gambo entführt? Was hat Sie dazu getrieben? Ich hab Gambo gar nicht entführt. Wie soll ich Gambo entführen, ob ich mal im Gefängnis? Warum haben Sie Gambo entführt? Ich hab Gambo nicht entführt. Ich war im Gefängnis. Was hat sie dazu getrieben, Leute gefangen zu nehmen? Ich hab Gambo nicht entführt! Hat es was mit der Milch zu tun? Mit der Milch, ja, aber ich hab Gambo nicht entführt! Das kann ich Ihnen nicht glauben. Aber ich bin natürlich Journalist. Deswegen. Ich war doch deswegen, die ganze Zeit im Gefängnis da drin. Deswegen bleibe ich jetzt mal neutral. Was ist denn Ihr nächstes Opfer? Welches ist Ihr nächstes Ziel? Ich hab gar kein Ziel, ich muss erst mehr rauskommen, ich muss überleben! Mhm. Wie lange überlegen Sie noch, zwei Herzen zu haben in Minecraft-Helden? Was sind Ihre Top 5 Minecraft-Helden-Gewinner? Meinst du, das ist ernst gemeint? Das ist eine ernst gemeinte Frage, ja. Ich werde nicht überleben. Also er will alle Herzen behalten. Hey, der versteht den Ernst der Lage hier nicht. Ente, was habt ihr vor? Ja? Ente, das war's für dich. Jetzt. Guck mal, das Ding ist, wenn wir dich jetzt töten, spawnst du wieder im Gefängnis mit nur einem Herzen. Warum redest du wie ein Mafia-Boss? Aber das stimmt tatsächlich. Das ist es. Hier. Verlierst du dein erstes Herz? Na, das glaube ich dir nicht. Was für ein Rustig ist der Drahtzieher. Nein. Aber sag mal ehrlich, wie episch wäre das, wenn wir endlich hier jetzt erledigen würden und mit einem Herz im Gefängnis? Live auf Kamera! Live bei den Frog News. Wir sind drauf. Ich kann das erklären. Aha, so weißt du doch was. Was? So, wo halten die Gambo gefangen? Wo ist Gambo? Sag es! Sag es! Wo ist der jetzt spannend mit der Power 5 Pro, Bro? Sag es! Guck mal, wie nah die Pfeile an dir sind. Guck mal. Oh,
Guck mal, wir machen jetzt eine Pfeile drumherum. Das ist doch der Greenscreen, Rotzig, bist du verrückt? Special Effect. Special Effect. Ente, sag uns, wo Gambo weg ist. Du sollst uns jetzt sagen, wo Gambo versteckt ist, sonst kommst du wieder in den Bunker. Nein, 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 ihr müsst mit Zio darüber reden, ich hab keine Ahnung, wo Gambo ist. Okay, Bunker. Interview ist beendet, Elina. Der kommt in den Bunker jetzt wieder. Ab in den Bunker mit ihm. Und bitte darauf achten, Elina, dass man nicht sieht, dass wir den hier brutalst gefangen genommen haben. Nein, Elina, bitte, 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 du musst das tun, bitte, Elina, du bist doch bei Max. Kannst du nicht Max holen, bitte, bitte. Wir haben Frieden mit Max, der wird dir nicht helfen. Der wird, doch, der wird dir nicht helfen. Nein, ich hab noch... Was mit Ente. Ente, 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 es bringt nichts, hier wird niemand helfen. So, ab in den Bunker jetzt mit dir wieder. Du hattest deine Chance. Ente. Was? Ich bin nur Journalistin. Das Interview war zu Ende. Ente, Nina! Nein! Nein! Oh, jetzt mach mich nicht so schlimm. Wir gehen erst eine Runde baden. Ente, alles ist gut. Das ist gar nichts gut. Doch, alles ist gut, Bro, wirklich. Nein, das ist gar nichts gut. Wenn die Gambo freilassen, lassen wir dich auch frei. Oh. Also versuch da mal ein paar Drähte zu ziehen. Ich weiß nur, dass er gefangen genommen wurde. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo er ist und was genau mit ihm ist. Nein, bitte. Und weißt du, was mit Strafe, was mit deinen Chicken Wings passiert? Nein, nein, bitte nicht meine Chicken Wings. Nein, lass die leben, lass die leben, lass die leben, lass die leben. Lass die leben. Ente! Russik wird jetzt auch eingebaut! Hat Spaß. Nein, ey, bleib drinnen. Russik, bitte, nicht so gemein, bitte, Russik, bitte. Ente. Hast du einen Obsidian noch? Ich hab das irgendwie nicht. Ah doch, hier, ich hab. Ach so. So, tschüss. Ente! Russik! Pass auf dich auf, Ente! Okay. Das muss aber auch abgebaut werden. Ah, oh, das hab ich. Ah, oh, hast du eine Milch? Kannst du das abbauen? Ja. Ja, wir hauen jetzt eh ab, Alter. Mach, was du willst. Kannst du die Bergbank noch abbauen hier? Ja. Da hast du eine Beschäftigungstherapie. Ist doch auch nicht schlecht. Ja. Warte, wir müssen aber doppelt. Müssen wir nicht doppelt zubauen wegen Enderperle oder so? Nee, der hat ja keine Enderperle, ne? Junge, ist das nervig. Ente, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns morgen, ne? Tschüss. Ente, guck mal, ich hab dir doch gesagt, ich lass dich fallen. Boah. Okay. Dann packen wir den Greenscreen, da was Geiles dahinter. Der ist ja auf der Karibikinsel, dann passt es auch. Aber dass die Gambo gefangen genommen hat, habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da müssen wir irgendwie. Ja, da müssen wir uns mit Sue kurz schließen. Also, das ist ja. Alter. Aber wenn die Gambo jetzt gefangen genommen haben, dann müssen wir irgendwie mit Sue quatschen. Also. Ich würde einfach sagen, ihr macht das mit Flo. Ja, okay. Weil ihr habt doch irgendwie sowieso noch eine Rechnung offen, ihr beide. Ihr müsst du meinst beide Fight und der Gewinner darf die Geisel befreien. Oh, das ist crazy. Und der Gewinner behält quasi die Geisel und kriegt die andere Geisel frei. Das ist crazy. Und noch ein Herz dazu. Boah, ja, also mindestens eins, ne? Zwei gegen zwei, vielleicht auch zwei Herzen. Boah. Ja, aber ob Alter, zwei Herzen Gambo befreien und Ente als Gefangenen behalten. In einer Folge, das wäre crazy. Aber es kann auch sein, dass sie zwei Herzen verliert. Und ja, kann Ente auch sein. Umgekehrt kann genauso sein. Also ja. Ich würde sagen, dann müsst ihr das Ganze auf jeden Fall bereden, weil ich glaube, ihr steht da in dem besseren am Hebel. Ja, ich quatsch mal mit Flo. Und dann redet vielleicht mit Sue. Ich würde auch sagen, ich hau jetzt ab. Ich passe im Notfall noch auf Ente auf, dass er nicht entflieht. Ja, oder irgendwie okay, befreit perfekt, wird. Ja. Okay, dann pass dann auf. Dann zische ich auch ab. Jo, tschüss. Ciao, ciao. Okay, Leute, damit sind die Weichen gestellt. Morgen wird es, glaube ich, eine Omega-Folge geben. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert auch den Kanal kostenlos, würde mich sehr, sehr freuen. Vergesst auf keinen Fall den Ampelkrieger-Hoodie auszuchecken, wenn ihr den kaufen möchtet. Würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Bin sehr, sehr happy mit dem Design. Geiles Teil auf jeden Fall für Herbst, für Winter 1A. Kann man auch jetzt schon rocken, natürlich. Klar, geiles Teil. Link dazu in der Videobeschreibung und auch im Top-Kommentar. Ich schreibe es auch als Kommentar, könnt ihr auch drauf klicken. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.